Aber es ist sehr geil. Wow. Es ist verdammt salzig. Was geht ab, meine Freunde? Wir sehen wieder alle im Munde und willkommen zu einem neuen Video. Ihr fragt euch bestimmt, warum hat der liebe Yoshi ein Zalando-Paket auf seinem Tisch? Eine Freundin von mir hat mir ein Überraschungspaket geschickt, die bei Zalando arbeitet in Berlin. In diesem Sinne, liebe Grüße nach Berlin und vielen Dank. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Deswegen wird das eine Art Unboxing-Video hier heute werden. Lange Rede, gar keinen Sinn. Legen wir direkt los. Also ich habe, wie gesagt, gar keinen Plan. Eine Freundin von mir, die bei Zalando arbeitet, hat mir das geschickt und hat mir die Videos gesehen und gesagt, Yoshi, ich schicke dir mal was und probier das doch mal. Wow, wie geil ist das denn? Sie hat mir wohl mehrere Sachen geschickt. What the heck is this? Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Sachen waren hier in der Packung drin. Ich kenne diese Sachen alle nicht. Die kommen wahrscheinlich alle aus Amerika. Also ich habe keine Info bekommen, wo die Sachen her sind, was da drin ist. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Also wie gesagt, wie ihr wisst, das ist ein Überraschungspaket. Ich rede jetzt einfach mal hier frei Schnauze hier rein. Ich habe hier einmal hier eine Mentos-Stange, Strawberry Mix, mit 3 Geschmacksrichtungen. Dann haben wir hier noch einmal Tutti Frutti. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das hier schon mal getestet haben, beziehungsweise ob Kanas schon mal getestet hat. Das sehe ich auf jeden Fall zum ersten Mal, da bin ich gespannt. Dann haben wir einmal einen Schokoriegel von Reese's. Das ist aus Amerika, soweit ich weiß. Da habe ich schon ein paar öftere Sachen von gesehen. Milchschokolade mit Peanuts, Peanut Butter, also mit Nüssen, Erdnussbutter und Karamell. Sehr geil. Dann haben wir einmal, was ist denn das? Hershey's? Creamy Milk Chocolate. Okay, das ist hier wohl ganz normale Schokolade. Die Marke kenne ich nicht. Müsste aber auch aus Amerika sein. Dann das gleiche hier auch nochmal mit Cookies and Cream. Sehr geil. Dann haben wir einmal Take 5. Milchschokolade mit Brezel, Erdnussbutter, Karamell und Nüssen. Geile Mischung. Hört sich auch sehr gut an. Und dann haben wir hier auch nochmal Nüssen, Karamell und das war's auch. Freunde, ich bin so mega nervös. Liegt wahrscheinlich auch im Wetter, was übertrieben warm ist. Ich mache daraus 2 Videos. Im jetzigen Video werde ich diese 3 Sachen hier testen. Einmal Payday, Hershey's, die 2 Schokoladen. Und im zweiten Video werde ich dann diese Mentos-Dinger tasten, die Reese's und diese Take 5. Das sieht schon mal sehr cool aus. Dann tue ich das nochmal wieder in die Box rein. Ich werde erstmal mit Payday anfangen, also mit Erdnusskaramell. Oh Gott. Seht euch das mal an. Wie geil ist das denn bitte? Es riecht doch sehr stark nach Erdnuss. Oh, ich will gar nicht wissen, wie viele Kalorien da drin sind. Seht euch das mal an. Karamell und die ganzen Nüsse hier. Sehr geil. Mal kurz hier aufschneiden. So sieht das Ganze von innen aus. Innen ist es mit Karamell gefüllt. Jupp. Und drumherum Nüsse. Es sind gesalzene Nüsse mit Karamell halt drin. Vom Karamell schmecke ich nicht sehr viel, da der Nussgeschmack doch sehr übertönt. Aber es ist sehr geil. Wow. Es ist verdammt salzig. Es ist, wie gesagt, ungewohnt, sehe ich zum ersten Mal. Payday Peanut Karamell Bar. Finde ich cool. Jetzt kommen diese Hershey's. Ich kenne das überhaupt nicht. Ich bin mal gespannt. Das ist jetzt erstmal hier mit Creamy Milk, also normale Schokolade. Ich habe es schon mal abgebrochen. Es hat keine Füllung drin. Ne? So sieht das Ganze aus. Also nicht sehr spektakulär, ehrlich gesagt. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie das schmecken wird. Sehr lecker, die Schokolade. Sehr cremig. Es erinnert mich ein bisschen an die Schokolade von den Adventskalendern. Weil die Schokolade auch sehr dünn ist. Und vom Geschmack her und von der Konsistenz her ist das sehr gleich. Also sehr ähnlich. Sehr gut. Und jetzt probieren wir mal Cookies and Cream. Da bin ich mal gespannt. Ich mag generell Cookies and Cream. Ah, das sieht auch schon interessanter aus. Schaut euch das an. Weiße Schokolade mit dieser Cookies-Füllung drin. Dann wollen wir doch mal direkt probieren. Weiße Schokolade, Cookies and Cream, typischer Geschmack. Auch sehr gut, weil die Schokolade sehr dünn ist. Es ist sehr leicht zu essen, sehr einfach zu essen. Sehr, sehr lecker. Erinnert mich ein bisschen an meinen Proteinshake. Sehr geil. Freunde, kurz zum Platzierung von Platz 1 bis 3. Das Cookies and Cream von Hershey's auf jeden Fall auf Platz 1. Dann auf Platz 2 die normal cremige Schokolade. Und dann haben wir einmal von Payday diese Erdnusskaramell
Riegel. Also es ist interessant, es ist, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so salzig ist. Ist okay, kann man essen, ist halt nicht so meins, aber es ist so lecker. Freunde, das war's mit Teil 1. Teil 2 wird dann in den nächsten Tagen kommen. Und yes, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn euch das Video so nicht so cool war, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Und wenn ihr weitere coole Flasche-Videos mit mir schauen wollt und mit dem lieben Khan, dann lasst uns doch bitte ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und tschüss.